Der Börsenminute Adventkalender mit Julia Kistner in Kooperation mit der Dalat Bank. Fenster 17. Wer mir bis Fenster 17 des Börsenminute Adventkalenders gefolgt ist, der hat eigentlich gute Voraussetzungen, seine Geldveranlagung selbst in die Hand zu nehmen. Der weiß inzwischen, dass er den größten Teil seines für die Wertpapierveranlagung vorgesehenen Vermögens in einen sehr breit gestreuten Fonds investieren sollte, der auf weltweite bekannte Qualitätsaktien setzt. Oder dass man alternativ auch spesengünstig in einen ETF veranlagen kann, der einen globalen Index wie beispielsweise den MSCI World oder auch den MSCI All Country World nachbildet. Letztere ist der richtige, wenn man auch in die größten Unternehmen in den Entwicklungsländern investieren möchte. Je nach Risikofreudigkeit, Geschmack und Veranlagungssumme kann man den Rest dann noch in 2 bis 4 weitere Fonds und ETFs veranlagen, die beispielsweise bestimmte Länder oder ganze Regionen wie Europa, Asien und Japan abdecken oder die sich auf bestimmte Zukunftsthemen wie Klimawandel, Automatisation, Digitalisierung oder Pharma- und Medizintechnik konzentrieren. Anlegen ist in jedem Fall Arbeit. Wer dennoch meint, ihm fehlt das Know-how und vor allem die Zeit, um sein Portfolio in Eigenregie zusammenzustellen und zu managen, der kann sich natürlich immer noch an den Berater seines Vertrauens wenden. Selbst dann schadet erworbenes Finanzwissen nicht. Viele Banken und Broker bieten aber auch noch etwas dazwischen an, eine Art standardisierte Vermögensverwaltung, die je nach Risikoneigung und Anlagehorizont 4 bis 6 fix und fertige Portfoliolösungen bietet. Dies meist ab einer Veranlagungssumme von 10.000 Euro und zu moderaten Kosten. Diese Produkte kann man natürlich auch jederzeit mit seinem Vermögen aufstocken. Oder man macht sich damit erst einmal mit seinem Depot oder der Börse anfänglich vertraut und beginnt mit weiteren Ersparnissen langsam individuell zu veranlagen. Nicht alle Banken und Broker bieten eine Vermögensverwaltung für den Durchschnittsverdiener an. Wer so etwas wünscht, sollte sich über ein solches Angebot vor Depotabschluss erkundigen. Worauf es bei der Wahl des Wertpapierbrokers oder der Bank noch ankommt, erfährst du ab Folge 18 des Börsenminute Adventkalenders. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.